Etwas vom Wichtigsten beim Hund ist die sogenannte Impulskontrolle. Ein Hund sollte sich können beherrschen, ein Hund sollte sich können zurücknehmen, weil nur ein Hund, der sich ruhig verhält und eben nicht gerade jedem Impuls muss folgen muss, ist ein Hund, den man überall mitnehmen kann. Und das kann man bereits früh natürlich trainieren. Dazu gibt es zu sagen, eine Impulskontrolle ist immer situationsbedingt. Also wenn ich jetzt mit dem Futter eine Impulskontrolle übe, dann gilt das nur fürs Futter. Das heisst nicht, dass er dann am Impuls, wenn da irgendwie ein Vogel davon fliegt, auch kann widerstehen. Das gilt dann wirklich nur fürs Futter. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal natürlich geübt mit ihm. Er kann das auch schon. Ich zeige mal, wie das aussieht, wenn er es schon ein bisschen beherrscht. Und ich erzähle euch jetzt, auf was ihr schauen müsst, wenn ihr das erste Mal macht mit dem Hund. Ich rufe ihn jetzt mal an. Gut. So. Gut. Jetzt lege ich hier mal ein Gutschen an. Und ich muss jetzt dann wieder stehen. Dass ihr etwas seht, drehe ich ein bisschen so. Nein, du komm mal da. Sitz. Ich muss natürlich schauen, dass er es sieht, wo ich es hinlege. Gut. Gut. Er darf jetzt die, die ich hier auslege, nicht nehmen. Gut. Und ich belohne ihn immer dann, wenn er mich anschaut. Jetzt ist mir natürlich noch eins davon gekugelt. Psst! Die müssen davon abhalten, das zu nehmen. Gut. Gut. Ja, fein. Es ist natürlich verlockend, aber er kann sich beherrschen. Vögel hat es auch noch. Also die Ablenkung ist natürlich da jetzt gross. Für ihn mit seinen 11,5 Wochen ist das jetzt eine riesige Konzentrationsaufgabe. Und bei der Impulskontrolle mit so kleinen Hunden muss man schauen, dass man den Hund nicht überfordert und nicht frustet. Weil sonst kann das Ganze auch hinten raus. Und wenn er dann nachher wieder quasi machen kann, was er will, dann kann es dann teilweise ausarten. Also da muss man wirklich schauen, dass kein Frust aufkommt. Und ihr müsst schnell sein, ihr darf das wirklich nicht überkommen. Gut. Und jetzt, ich mache es so, dass ich die jetzt einsammle. So, haben wir alle. Ich hebe sie ihm an. Warte, bis er mich anschaut. Genau. Und gebe sie ihm. Gut gemacht. Das reicht jetzt auch schon, das würde ich einfach vielleicht so 10-mal hintereinander machen, 3-mal am Tag. Und ganz am Anfang, also er kann es jetzt schon relativ gut, er kann sich gut zusammennehmen, ganz am Anfang würde ich natürlich das Leckerli weiter weg machen vom Hund, dass man es ihm auch nicht so schwer macht. Und du musst einfach wirklich dafür sorgen, dass er es nicht einmal schafft, das Gutschen dann überzukommen. Das ist deine Aufgabe. Also am Anfang ist es einfacher, wenn du das ein bisschen weiter weg tust. Und mit der Zeit kannst du schrittweise die Distanz verringern zum Hund. Jetzt da haben wir es natürlich schon relativ nahe gehabt. Du kannst ihn stoppen, indem du sagst, nein, bei den einen Hunden langt das schon. Und bei den anderen musst du körperlich einwirken. Du kannst ihn zurückstoßen. Ich habe ihn jetzt da gerade noch am Halsband aufhalten vorher. Wichtig ist einfach, dass er versteht, das ist nein. Und dann, sobald er dich anschaut, kriegt er ein Gutschen von dir. Das Anschauen, am Anfang checkt er auch noch nicht ganz genau, wo er hinschauen muss. Am Anfang bestätige ich schon, bestätigen, wenn der Kopf nur leicht in die Richtung von meinem Gesicht geht. Jetzt, er kann es bereits, er schaut mir bereits ins Gesicht. Ihr müsst es immer so machen, dass er sehr, sehr kleine
Schritte, die in die richtige Richtung führen, am Anfang schon belohnt, dass er weiss, wo das Ganze hinführen soll. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick über die Impulskontrolle bekommen, wenn ihr das bereits könnt mit dem Welpen üben könnt. Viel Geduld beim Üben und vor allem sind schnell.